Leute, herzlich willkommen zum Review zu Starward Root. Mal wieder ein Spiel von Arkane Games. Und mit dabei natürlich Daniel! Heyo! Ja, Daniel muss natürlich dabei sein, vor allem bei einem Spiel von Arkane Games. Das ist jetzt schon das zweite, was sie uns gegeben haben zum Testen. Und ja, schauen wir doch mal, was diesmal dabei rauskommt, wa? So, ja, kann man sagen, ne? Press any button to start. Machen wir doch. So, und zwar, ich habe natürlich schon ein bisschen gespielt, Daniel auch. Was natürlich für mich jetzt neu ist, hier unten, das, was ich noch gar nicht gesehen habe, oder habe bis jetzt, ist, hier gibt es ein Tool für Mods. Okay, gut, das ist jetzt was, das finde ich ganz cool, aber ist jetzt nicht gerade meins. Wir nehmen jetzt mal File 1. So, hier sieht man gleich mal, was man alles so schon getan hat. Bei mir ist eine Overall Completion von 16%. Win Streak ist 0. Ich habe noch kein einziges gewonnen, ich Noob. So. Tutorials braucht man ne. Wir machen einfach mal Start New Run. Und ja, was bietet das Spiel? Das Spiel bietet erstmal 6 Charaktere. Ich spiele meistens immer mit diesem Deep Blue. Den finde ich ganz cool. Ich schalte auch mal wieder auf normal. Ich habe jetzt gerade mal testweise auf easy, auf very easy gespielt, um es zu schauen, wie weit man tatsächlich kommen kann. Und dann auch noch verlieren. Ja, komm, das war ja mit Absicht. Ja. So, natürlich ist es hier das Vorgeplänkel. Mehr ist da nie. Und jetzt geht's auch schon los. So, ich habe nämlich eine kleine Drohne immer bei mir. Diese Drohne ist äußerst cool, weil sie ist bei mir. Und ich werde mal ganz schnell den Sound ein bisschen leiser drehen, damit ihr hier nie euch so ein bisschen auf den Stips getreten fühlt, weil ihr mich nicht versteht. So, und zwar, jetzt habt ihr hier zum Beispiel, also erstmal habt ihr oben rechts eine kleine Minimap, dass ihr wisst, wo ihr langlaufen könnt. Das ist wie so ein kleiner, ja, nennen wir es Dungeon Crawler oder Dungeon Rumlaufspiel, wo man hier so, ich sag mal, Aliens abschießt. Und dann geht das halt so seinen Gang. Und mein Items aufpackt und so weiter. Carrying this will save you from death once, but consumes all your current energy. Okay. Ich kann jetzt einmal sterben, das ist ja auch ein geiles Item. Habe ich noch nie gehabt. So, Ziel ist es halt einfach hier ein bisschen rumzurennen, zu schießen, EXP zu sammeln und am besten vor allem zu überleben. Und hier sind so echt ganz ausgefeilte Monster mit irgendwelchen Special Skills, was eigentlich äußerst cool ist. So, jetzt hat's blibblibblib gemacht und irgendwo liegt hier noch eine Keycard rum. Achso, da hinten. Komm ja gar nicht ran. Ja, 2 Schuss für eine Keycard. Ich werd bekloppt. So, egal. Die Keycards braucht man zum Beispiel für... Ne, nicht für diesen Raum. Hier kommt gerade ein Boss. Ich glaube, bei dem werde ich jetzt schon sterben, weil ich einfach kein Equipment und keine EXP habe. Warum bin ich hier auch schon reingegangen? Ich Trottel. Ja, wie man sieht, Steuerung ist hier mit der Maus und der Tastatur. Man kann auch die Möglichkeit des Controllers nutzen, ist aber nicht so das Coolste. Ich kann es euch ja nachher mal zeigen. Aber jetzt versuche ich ja erstmal nicht zu sterben, ich bin gleich tot. Verdammte Kacke! Ich hätte noch nicht hier hingehen sollen. Modi! Super, da hilft mir jetzt die Keycard auch nichts. Oh. Gestorben. Died on floor 105. Yo. So muss das aussehen, Leute. So muss es sein. Läuft gut bei dir, Silvio. Läuft gut. Ja, dann mache ich doch einfach mal Start New Run. Ja, wenn ja. Du sonst nichts zu tun hast. Das mache ich nur, damit man sieht, dass die Maps randomisiert sind. Wegen nichts anderem. Ja, Silvio, such deine Ausreden. Was? Dass du unfähig bist zu spielen.
Ja, ich bin gerade unfähig, das zu spielen. Hä, was ist das denn? Das war ein Empty Room mit einem Raum im Dunkeln. Ja. Kommen wir doch mal zu den Sachen, die so. Wollen wir mal mit den negativen Sachen anfangen an dem Spiel? Können wir? Tob dich aus, ich kling mich ein. Vielleicht komme ich ja auf den Trichter, dass mir der ein oder andere Punkt nicht wirklich gefällt. Vielleicht Ich reduziere ich dann meine tu Punkte das nochmal wegen mal dir. direkt anhand des Controllers zeigen. Ich gehe mal in den. Achso, so war ja schießen, das war ja total komisch. Also ich gehe jetzt mal wieder in den Raum, wo man was sieht. So. Man kann mit A, X, Y und B in die jeweilige Richtung schießen. Jetzt habe ich das auch verstanden, ist auch nicht schlecht. So, aber völlig unpräzise. Wir kriegen das natürlich noch unpräziser hin im Controller. Und zwar, ich drücke jetzt mal ein bisschen irgendwo nach oben oder kann jetzt das so machen. Wenn ich diesen rechten Stick drehe, in diese Richtung, wie man sieht, sieht das zwar jetzt gerade äußerst präzise aus, aber ich zeige es mal so direkt im Spiel, wenn ich hier mal ein Monster finde. Ja, wenn mal welche braucht, sind keine da, ne? Aber da unten ist ja Immer. einer. So. Und jetzt versucht mal in diesen ADHS-Wahn, wie man hier rumrennt, dann genau das Ziel zu treffen. Also, ich bin schon gleich wieder tot und ich habe den vielleicht gerade mal zweimal getroffen. Oh, jetzt ist er Dann doch bist du tot schlecht, gegangen. Silvio. Dann bist du schlecht. Ja, mit dem Controller geht das echt nicht. Muss ich echt sagen. So. Irgendwo gab es auch noch die Taste dafür, genau. So, es wird eben wenigstens dann, also was ja cool ist, es wird eben angezeigt, wenn man einen Controller spielt, auch die Controller-Tasten, was man drücken muss. Das ist natürlich schon cool. Aber ansonsten ist der Controller echt. Also ich verstehe nicht, wie man das so machen kann. Ah! Tot. So. Also. Negativ Nummer 1. Den bestimmt zu oft. Ja, genau. Das hat nämlich auch gleich noch das, dieses mit Silvio stirbt zu oft, das in Kombination gesetzt mit diesem Spielmodus. Es ist ein permanenter Hardcore, wer es von Diablo kennt, von Dungeons Are Random. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Ich finde das System des Spiels ganz cool, aber ich mag diesen permanenten Hardcore-Modus nur, wenn ich mir auswählen könnte. Ich würde schon gerne so ein bisschen leveln können. Das kann ich aber bei dem Spiel nicht. Das ist ein bisschen schade. Hä? Das kannst du nicht übernehmen. Na, aber ich meine, ja, ich kann leveln, das ist richtig. Aber ich meine jetzt, ich kann nicht mein Level behalten, wenn ich das nächste Mal weiterspielen will. Naja. Das kann ich leider nicht. Das ist denn halt so, Silvio. Mein Gott, das ist Ja. jetzt. Also ich finde es jetzt nicht allzu schlimm, muss ich jetzt ehrlich sagen. Nee, es ist nicht der Weltuntergang. Wie gesagt, ich hatte damit sogar eher wenig Probleme, weil aus einem ganz einfachen Grund. Klar, man könnte jetzt sagen, dass es kommt nach Dungeons are Random und so weiter. Alles ist ja vielleicht für den einen oder anderen scheiße. Aber ich sag mal so, wer das zum Beispiel kennt von The Binding of Isaac und so weiter zum Beispiel, spreche jetzt absichtlich drauf an, Ja, weil nur weil das ich ihn Spiel. kenne. Ja, du kennst es nicht, das war ja wieder klar. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, der es Ja, eventuell kennen müsste. ich kenne das Spiel vom Namen her, aber mehr auch nicht. Das ist traurig. Ja, liebe Community, dafür dürft ihr mich tatsächlich hassen. Ich werde mich darum noch kümmern. Ja, auf Hoffe jeden ich, Fall. eventuell. Du schaust dir Ach, schon zumindest wieder das hier Gameplay an. gestorben! Ganz ehrlich, ist das scheißegal, von wem du es anguckst, schaust dir an. Dann wirst du merken, es erinnert halt schwer daran. Also meines Erachtens. Ich meine, die Story ist ja natürlich eine ganz andere, aber es lehnt halt eben daran, dass es passt. Und ja. Ich meine, ich habe damit kein Problem. Ich wollte eigentlich sonst Binding of Isaac auch selber gerne haben. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich das so spielen kann. Zwar andere Art, das ist hier kein Binding of Isaac, das weiß ich selber. Aber Was? ich Du muss weißt sagen, ich das? komme damit ganz gut zurecht. Und ja, wie gesagt, für Leute, die das so gerne haben mögen, gesagt, ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren, Silvio ja immer. Ja, ich kann mich immer beschweren. Ich ningel Er aber auch, was findet. das angeht, auf hohem Niveau. Nein, tust du nicht. Du lebst sehr an Rollenspiele.
Na. Ja, ist so. Ja, Ist cool okay, so, Silvio. ich geb dir jetzt einfach mal recht und ich habe meine Ruhe. Nein, wenn du, sobald du was mit Leveln siehst, musst du speichern können, denkst du dir. Na, Weil das ja, ist na, halt. ich will auch selbst wenn, ich will einfach später weitermachen können. Also, selbst bei Diablo, na, da ist das zwar auch der permanente, aber wenn ich da aufhöre mit Spielen, dann kann ich trotzdem später weitermachen. Ja, wie gesagt, wir Das sprechen geht hier hier nicht leider von nicht. einem Rollenspiel, wir sprechen hier von einem Art. Man kann ihn eher als Shooter bezeichnen. In gewisser Weise. Ja, es ist ja Und schon. ja, deswegen, wie gesagt, ich kann dich irgendwo nachvollziehen, ich kann es definitiv verstehen, wo du sagst, du brauchst eine Speicherfunktion, zumindest so nach Levelabschnitten. Wenn man zum Beispiel jetzt im nächsten Level drin ist. Aber das hat Binding of Isaac ebenfalls. Da speichert man auch nicht zwischendrin. Entweder du machst einen Run komplett oder halt eben nicht. Dann ist das ja schon mal ein Kackspiel. Nein, Oh, wenn du Quatsch. da nicht mal gleich jetzt Shitstorm bekommst, Ja, ich krieg Silvio. demnächst übelst auf die Ja, Fresse. Nein, ich würde Quatsch. es, wie gesagt, ich habe das von Binding of Isaac gesehen, weil die Waffenvielfalt oder die Upgrade-Vielfalt ist ja hier extrem. Und hier ist ja halt noch ein Punkt mehr dazu, was es auf Binding of Isaac nicht gibt, nämlich das Level-System. Gibt es da nämlich nicht. Okay. Ich habe Das den ist. Zuschauern jetzt gerade mal gezeigt, was man nicht machen sollte, wenn ein Laser angeht. Drin stehen und sich toasten lassen. Nee, du wirst ja nur halbiert, ist ja ein punktueller Laser. Ja, es war immer wieder klar. Silvio liebt das Sterben, das weiß ich. Ja, also ich finde die Laser hier wirklich schön. Ja, ich meine, das Spiel an sich auch ist schön gemacht. Also, dafür, dass es ein 2D-Plattformer ist, ist geil. Ja, also so. Also wie gesagt, das ist natürlich hier absolut Ningeln auf hohem Niveau, was mir nicht so gefällt. Das Spiel ist schon cool, muss man sagen. Also nicht umsonst habe ich diese Spielzeit da. Na gut, das sind Ja. jetzt gerade mal 2 Stunden, aber es ist so relativ, ja. Ja, wie Schon, gesagt, es ist ich. schon ein schönes Ding. Was natürlich noch, also wieder so, wieder Ningeln, Ningeln, Ningeln. Ich fände es ja übelst geil mit einem Multiplayer. Oh ja, das wäre jetzt natürlich absolut nice. Das haben wir aber Binding Hat. of Isaac auch nicht. Na, ich wollte gerade fragen, ey. Nein, Weißt du, wenigstens da muss das ich dich hätten sie ja leider mal haben können. enttäuschen. Also, obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt ist. Ob sie es schon haben, aber mein letzter Stand der Dinge war definitiv nein. Das ist eindeutig immer noch Singleplayer. Gut, es gibt, man könnte sagen, Online-Herausforderungen, ne? Ja, aber es ist ja Sprich, nicht. also, das heißt also, du kannst die Gegner herausfordern in Speedruns. Ja, Dass du ein gut. Level so schnell wie möglich beendest. Ja, ich glaube, das hast du hier auch. Aber nun gut. Wie gesagt, aber ich kann nicht verstehen, hier wäre natürlich ein Multiplayer übelst Porno. Beide Ja. Levels durchrocken. In einem Multiplayer würde ich das hier natürlich noch cooler, lustiger, irrer, specialer und obergeiler und so finden. Dann würde ich damit auch leben können, wenn ich hier nicht speichern kann, halt sozusagen direkt immer gleich sterbseln würde. Es war schon zu erwarten. Es ist zu erwarten, wenn ich so ein Spiel spiele, dass ich sterbe. Ja. Weißt du Keine so bei diesem Keycard. Silvio? Hä? Achso, hier geht's auch nach unten. Ist ja auch interessant. Sind wir denn jetzt schon wieder? Was ist das? Ja, jedenfalls, was haben wir noch so Tolles zu dem Spiel? Steuerung absolut zu empfehlen mit Maus und Tastatur. Muss man ja mal direkt festhalten. Ja, Maps relativ random gemacht. Sehr cool. Also auch wirklich mal schön gestaltet, muss ich sagen. Präzise Steuerung macht eigentlich sehr viel jetzt hier in diesem Spiel aus, muss ich sagen. Es ist so ein kleines, wichtiges Ding, was ich in solchen Spielen finde. Das hat man halt nicht immer. Jedenfalls so präzise, wie es hier ist, meines Erachtens. Wegen der Steuerung. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Also, es gibt wesentlich schlimmere. Haben wir es mal so. Na, also. Da beißt die Maus wohl keinen Faden ab. Ja, deswegen, also das ist echt zufriedenstellend.
kann ich echt gut mit leben, ist das schön. Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe immer noch nicht gefunden, wo meine Energie sein soll. Die Energie? No? Das ist jetzt eine gute Frage. Suche ich auch Ich gerade. kaufe das jetzt einfach mal und schaue, wo meine. Ah, okay. Ah, behindert war ich mal wieder. Aber es ist in Ordnung. Du bist meistens bei solchen Sachen behindert. Ja. Ja, haben wir noch irgendwas Cooles? Ja, es ist halt lustig. Ist halt genial gemacht, dass man auch noch sechs Charaktere hat. Das finde ich echt ganz cool. Ja. Das hat man jetzt sonst nicht so unbedingt bei solchen Spielen. Also nehmen wir mal Dungeons a Random. Ja, solltest du auch nehmen, weil Binding of Isaac hast du, glaube ich, 12 bis 15 Charaktere. Alle sogar individuell mit anderen Start-Items und hast du nicht gesehen. Genau, so wie man es ja hier hat. So. Ja. Jetzt bin ich wieder beim Boss und werde bestimmt kläglich verkacken. Das wäre traurig, Silvio. Das wäre traurig. Ey, Mann, echt mal. Ey, du bist ja Mr. Pinguin, ja? Also bitte. Hallo? Echt Ach, mal. Gott, was war das denn für ein Viech? Vielleicht, wenn du mich Daniel nennst, muss ich mich nicht Gott nennen. Naja, failed run. Ja, ich sag mal so, für viele Menschen wird es sehr, sehr gut sein, dieses Spiel zu nutzen, um mit Niederlagen umzugehen. Ich gehe einfach nachher mal direkt in die Ecke und heule. Das Schlimme ist, ich kann mir das auch nur vorstellen. Ja, gut, kommen wir mal letztendlich zur Bewertung zum Spiel, oder? Ja, würde ich mal sagen. Wir haben beide ja natürlich bewertet. Ich fange einfach mal an. Ihr kennt meine Motivation zu dem Spiel. Ich finde es auch gerade ein bisschen fies, wie ich es bewertet habe, aber es ist halt einfach so. Ich nehme das jetzt so und dann. Ihr werdet mich einfach dafür hassen, okay? Dann kann ich damit ganz gut leben. So, und zwar, ich vergebe mal für das Star Wars Rogue eine Bewertung von 6,8 von 10 möglichen Pinguinen bei mir. Daniel, was sagst du? Ich bleibe eindeutig bei meinen 8,3, weil ich finde das Spiel an sich sehr gut gemacht. Ich finde es grafisch auch ganz geil. Man hat viel Bewegungsfreiheit. Man muss halt ein bisschen taktischer denken als, ja, vielleicht hirnlose Shooter, die Silvio mehr gewöhnt ist. Also von dem her kommt er deswegen mit diesem System nicht so ganz zurecht. Hust, hust, hust. Räusper. Ah, Er kommt schlecht und so. bah. Nee, aber wie gesagt, ich mag das Spiel wirklich und es ist ganz geil. Ich kann mich mit dem wunderbaren mittlerweile anfreunden. Ich habe auch am Anfang, muss ich ehrlich sagen, gestehe ich auch, gedacht, scheiß Spiel. Ja, er hat geningelt und ich habe mich gefreut, weil es mir voll Spaß gemacht hat. Und dann habe ich weitergespielt und bin immer gestorben. Richtig, er ist immer gestorben. Er hat damit seine Punkte natürlich vergeben. Also das heißt negativ, er ist sehr impulsiv, was das betrifft. Ich hingegen habe Hey. weitergespielt, habe gesagt, ich find's geil. Nein, also auf dem Schwierigkeitsgrad very easy finde ich es auch ganz toll. Du darfst ja nicht per Schwierigkeitsgrad Nein. kategorisieren. Dann würdest du Very Easy 10 Punkte geben und rein theoretisch sehr schwer höchstens ein, wenn du gut bist. Das heißt, wir sind im Schnitt bei 5,5 bei dir. Also von dem her bewertest du jetzt auch besser als dein Durchschnitt. Also, Also ich bitte. sag mal so ganz ehrlich, das wird schon so. Ich meine, klar, ich hätte es auch durchaus besser bewerten können, aber ich denke, so im Gesamten, wenn wir unseres zusammen nehmen, mit 7,55 Pinguinen von 10 möglichen, ich denke, das ist gut. Ich denke. Ihr könnt ja, wenn ihr das anders seht, einfach mal selber was drunter schreiben. Richtig, Silvio Hassmails schicken und so weiter alles. Ja, zum Beispiel. Ich Da werde, würde er sich das drüber sind freuen, so, sagt er. die werde ich erst recht lesen. Ja, einfach damit ich Er was zu lesen bekomme von meiner Community. kriegt ja sonst nie was zu lesen. Also ganz ehrlich, Leute, also wenn ihr wollt, dass er heult, dann macht ihn kaputt. Ich mache auch mit Sicherheit kein Video davon. Gerade das wollen sie ja sehen, dafür musst du ja ein Video machen. Nein. Doch, wie du heulst vor Ich der kann noch Kamera nicht auch. vor der Kamera heulen. Bestimmt kannst du das.
Dann einfach laufen lassen. Ich mach das hinter der Kamera. Ich nehme meine Straße auf und heule einfach dahinter und dann könnt ihr das hören. Ja, der Pinguin zum Heulen und zum Hören. Mensch, wenn es so weit kommt, ich glaube, dann hat man alles im Leben erreicht. Ja, vor allem Silvio. Ja. So, Star Wars Rogue, das war's soweit für das Spiel erstmal. Vielleicht kommt ja später nochmal mehr, keine Ahnung. Wie gesagt, was wär sehr wünschenswert wäre, wäre tatsächlich hier der Multiplayer. Ja, Multiplayer. Dann könnte ich mich ja auch nochmal, es ist so fies wie bei Dungeons at Random, da könnte ich mir auch nochmal übelst drauf hinreißen. Wobei ich sagen muss, im Vergleich zu Dungeons at Random, jetzt müsste man echt nochmal nach, ich mach das jetzt mal, ich schaue jetzt mal schnell nach. Was wir da für eine Bewertung rausgehauen hatten bei Dungeons at Random, denn... Ich glaube, da hatten wir auch eine relativ etwas niedriger, aber auch noch über den Durchschnitt, weil halt Multiplayer und so fehlt. So. Ja, okay, da hatten wir hatten eine Bewertung von 6,55 am Ende. Ich habe für Dungeons at Random eine 6,6 gegeben. Du bist echt nicht dieser Spielefreund, ja, ganz ehrlich. Da merkt man so richtig so eine Abarte, so eine Abarte nee, also, gegen. Also wenn ich das jetzt aber so sehe, muss ich tatsächlich sagen, also entweder hat Dungeons at Random zu gut bewertet oder das jetzt zu schlecht. Aber das Coole ist, dieses Bild macht ihr euch selber. Das könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr das seht. Ich habe dann jetzt einfach die 6,8 gegeben. Das Spiel ist trotzdem toll, keine Angst. Auf Steam werde ich es auch als Empfehlung mit rausgeben, weil es ist wirklich nicht schlecht, es ist aber einfach nicht so, ich sag mal, meins. Muss man ja einfach mal festhalten. Ja, deswegen, wenn ihr weiterhin Lust habt, uns zuzuschauen, zuzuhören, lasst ein Abo da, lasst ein Like für das Video da. Kauft euch das Spiel natürlich, ne? Ist klar. Würde ich sagen, ciao. Und tschüss.